lieber Widder, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns im Kollektiven uns deine zwischenmenschliche Beziehung anschauen und natürlicherweise auch, was auf dich zutreffen wird vom 15. bis zum 31. August 2023. Bitte bedenke, lieber Widder, dass alles, was ich jetzt hier preisgebe, kann nicht mit dir hundertprozentig resonieren. Ja, das ist klar, wir sind ganz viele Menschen da draußen. Aber du könntest auch eventuell, ja, das ist ja klar, wenn du das Gespür hast, wenn du sagst, nee, Katja, ich höre mir auch die anderen Energien an, ja, mein Aszendent, Mond- und Venus-Sternzeichen, weil du bist ja nicht nur Widder, du hast auch andere, ja, Energien. Und deswegen empfehle ich das auch immer wieder, ja. Hört euch auch die anderen Energien. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten. Lieber Widder, im Kollektiven für dich, ich starte mit diesen wunderbaren Orakelkarten, die uns hier zeigen, um was es hier gehen könnte, was hier auf uns zutreffen könnte, die aktuelle Situation vom 15. bis zum 31. August, ja? Du weißt ganz genau, wir sehen mit den Karten alles hier und jetzt. Das kann auch gut sein, du hörst dir das Video heute an und morgen passiert das oder das ist eine aktuelle Situation in deinem Leben, ja? Das sollte einem immer bewusst sein. Das sind einmal die Götter, dann die Katzen, ja, und zu guten Letzt die Hexen sind auch drin, ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, was dir preisgegeben wird. Wow, hier haben wir eine Gottheit. Il Giove. Giove. Also, lieber Widder, da muss ich jetzt wieder sagen, bei dir geht es wirklich bergauf. Giove. Du weißt ganz genau, das ist ja Jupiter, ja, und wenn Jupiter kommt, il potere, die Macht, das Glück. Du hast alles in deiner Hand. Du besitzt hier il potere. Giove, du siehst es auch hier mit diese Blitze, ja. Das ist wichtig. Das war bei dem, das ist ein römischer, ja, Gottheit. Das war aber sehr ähnlich mit den griechischen Göttern, ja. Die haben dir alles genommen. Das ist klar. Die Götter, die haben sie rübergebracht, haben seine eigenen Namen gegeben und Giove ist tatsächlich auch eine Gottheit, ja, die quasi hier diese Macht hat. Und du hast hier diese Macht, du besitzt die Macht über dein Leben, über das Ganze, was du gerade tust. Das ist sehr, sehr schön, das ist eine positive Karte, okay? Und natürlicherweise bist du auch in deinem Glück, ja? Du hast das Glück auf deiner Seite. Du hast hier wirklich eine machtvolle Karte. Sehr, sehr schön. Also ich weiß jetzt nicht, wo du dich gerade befindest, lieber Widder, aber bei dir geht es wirklich, sagen wir mal, ganz schnell bergauf, ja. Da sollte man immer vorsichtig sein, das mit, ich sag mal, das mit Ruhe genießen, ja, das ist schön. Du könntest auch sagen, Katja, bei mir läuft gerade alles glatt, auch beruflich. Ja, manchmal gibt es Hindernisse, ja, lieber Widder, das ist normal, gehört zum Leben. Aber im Sonsten, ja, ich sag mal, im Großen und Ganzen merkst du diesen Unterschied, ja, noch vor einem Jahr. Du merkst schon, wie die Dinge besser laufen, ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil du siehst ja, du hast das in der Macht, ja, du hast das in der Hand, also du hast diese Macht in der Hand, Entschuldigung, und du kannst hier das kreieren, was du auch möchtest. Du könntest dir auch sagen, Katja, ich bin gerade dabei in einem wichtigen Projekt oder ich bin gerade dabei in eine wichtige Situation mit meinem Partner oder ich bin gerade dabei, weißt du, in meinem Leben auch Ordnung zu schaffen, ja, die Dinge, die ich nicht mehr brauche, auch ein bisschen aufzuräumen, ja. Aber du kannst das sehr gut, du managst das sehr gut, ja. Also Kompliment, Hut ab, lieber Widder, man merkt es jedes Mal, ja, bei den Legungen, wie gut es dir geht. Natürlicherweise gehören diese Hindernisse dazu. Das ist normal, lieber Widder. Hindernisse gehören im Leben dazu. Aber im Ganzen und Großen bist du hier in deiner Macht. Okay, du weißt hier ganz genau, was du willst. Okay, du bist jetzt hier nicht im Zweifeln, am Zweifeln, dass du sagst, boah, Katja, ich bin voll durcheinander, ich weiß nicht, soll ich das oder das? Nee, du hast jetzt wieder dein Leben in der Hand. Und das ist ja das Allerstärkste. Ja, du bist hier nämlich machtvoll. Wie gesagt, Giove ist ja auch dieses Glück. Ja, dass du auch Glück hast, nutze diese Energie aus. Wenn Jupiter, ja, das ist ja klar, du kannst es auch bei dir schauen an deiner Geburtskarte, wo Jupiter ist, ja. Je nachdem gibt es ja auch, wie sagt man das, Erklärungen, ja, was Jupiter quasi in diesen bestimmten Sternzeichen auch tut, ja. Also bei dir ist es auf jeden Fall so, du hast das Glück auf deiner Seite, du könntest jetzt auch,
sagen wir mal, Projekte starten. Du könntest jetzt hier einfach nach vorne schauen, ja? Du könntest hier einfach vorwärts kommen. Sagen wir mal so. Sehr, sehr schön. Okay, machen wir weiter. Und zwar mit meiner gewohnten Orakelkarte, ja? Die benutzen wir immer. Die sind halt ein bisschen mehr geworden, das ist klar. Erweitert, aber besser, viel, viel besser, ja? Bei so vielen Menschen hat man auch diese Angelegenheit zu sagen, okay, das passt nicht, ja? Okay, für dich, lieber Widder, gefühlsmäßig, emotionsmäßig, aber auch Gedanken. Und das sind nicht nur deine Gedanken, das könnten auch die Gedanken sein von jemand anderem, ja? Jemand bedeutet nicht die Kontrapart immer der Partner oder Partnerin, sondern das könnte hier auch eine Tochter, das könnte hier eine Mama sein, jemanden, ja, mit dem du engen Kontakt hast. Jemand, der eine große Rolle spielt in deinem Leben. Bugier, Lügen. Fängt schon mal gut an, ja. Ich sag mal gut an, das ist metaphorisch gemeint. Lügen haben kurze Beine. Ja, du bist müde, müde von Lügen. Du bist esausto, müde. Du hast einfach hier diese Lust nicht mehr, mit Menschen abzuhängen, die lügen. Mit Situationen, in denen Lügen sind. Deswegen hast du hier die Macht genommen. Das ist besser, ja. Jove, das ist Zeus, ja. Wenn wir das in diese alte mythologischen Sichtweise umsetzen, ja, die Griechen, Zeus ging ja auch mit diese Blitze, ja. Das war einer der stärksten, ja. Das ist klar. Und du nimmst es in der Hand. Du sagst, jetzt mache ich das nicht mehr mit. Ich habe keine Lust auf Redereien, Menschen, die lügen, Menschen, die nicht die Wahrheit sagen, Menschen, die auch reinlegen. Du bist wirklich müde. Ja, also für dich, lieber Widder, das hast du. Du bist hier auf dem richtigen Weg. Und wenn du gerade dabei bist, diesen Großputz zu betätigen, indem du sagst, Katja, ich entferne gerade Personen in meinem Leben. Das machst du sehr, sehr gut, weil diese Situation hat dich auch wirklich runtergekriegt. Also Umiliation, tiefer geht es nicht mehr. Jemand hat dir Lügen erzählt. Jemand hat vielleicht etwas über dich gesagt, obwohl das gar nicht stimmt. Ja, das ist wie wenn du sagst, es ist ja wichtig, ja, was ist der Unterschied zwischen der Seele und das Ego? Die Persönlichkeit, das Ego, es tut wirklich wahnsinnig weh, weil du einfach dieses Korb nicht möchtest. Weil du einfach die Situationen nicht magst, ja, indem du verlierst. Aber ich rede jetzt hier nicht über dein Ego. Ich rede hier über deine Seele. Ich rede hier über eine Sache, die wirklich tief gegangen ist. Sie ist hier nicht in der Oberfläche, sondern sie sitzt richtig tief. Hier hat dich jemand verletzt. Das könnte ja auch eine Tochter sein, eine Schwester. Du hattest einen kleinen Streit. Weißt du, sowas passiert. Und du sagst, aus dieser Situation, wirklich, bin ich ganz, ganz tief unten. Weißt du, ich fühle mich richtig schlecht. Wie wenn diese Person mir hier einen Teil von meinem Leben weggenommen hat. Ja? Du setzt das natürlicherweise um. Ich nehme nochmal eine Karte. Ich habe das Gefühl, Senyo, wow, siehst du nochmal eine Karte. Und du bekommst hier auch Symbole, Zeichen. Das ist wie wenn du sagst, Katja, ich bekomme Zeichen. Ja? Ich bekomme hier irgendwie, wie wenn mich jemand warnen würde. Könnte auch gut sein, lieber Widder, du hörst hier auf deine innere Stimme. Du bekommst hier irgendetwas, ja, man weiß nie von wem das kommt. Manchmal kommt es von dieser durchsichtigen Welt. Ja, vielleicht hast du auch jemand, der nicht mehr da ist, der dich führt, dass du könntest hier auch träumen, aber du bekommst hier die Wahrheit ins Gesicht. Du bekommst hier nicht mehr diese Lügen, sondern du möchtest hier nur die Wahrheit sehen. Und deswegen ist es auch richtig, dass du hier jemanden entfernst. Auch wenn das jetzt hier ein Streit gewesen ist mit deiner Tochter oder du sagst mit deiner Mutter, du setzt das jetzt um, natürlicherweise, ja, lieber Witter. Ich sage dir nur Beispiele, okay? Und du kannst diese Person nicht für immer. Sie wird immer Teil, ja, von deinem DNA sein. Ja? Du bist mit ihr verwandt, aber seelisch. Also ich sage das immer wieder, liest, ja, liest sehr viel. Weil das öffnet euch auch die Augen. Also Rudolf Steiner meint auch, ja, wir denken, dass wir jetzt quasi eine Familie haben und wir haben un obligo. Wie sagt man das auf Deutsch? Ah, das fällt mir jetzt nicht ein obligo. Ich muss, ich sollte. Nur weil das meine Schwester ist, sollte ich jetzt ihr helfen. Oder nur weil es mein Bruder ist, sollte ich ihm etwas Gutes tun. Also, wir sind zwar verwandt durch den Blut, durch den DNA,
Aber die Seele hat damit nichts zu tun. Das ist nicht immer so. Seelisch hast du vielleicht nichts mit dieser Person am Hut. Auch wenn es ein Bruder ist, auch wenn es eine Schwester ist, eine Freundin oder was es auch immer ist. Seelisch bist du mit ihr nicht verbunden. Und dann könnte es gut sein, dass du dich von dieser Situation entfernst, weil du seelisch spürst, das ist nicht meine Situation. Ich bin müde. Ich lasse mich nicht mehr so behandeln. Ja? Deswegen hast du hier diese machtvolle Karte, weil du hier zu deiner Macht kommen solltest. Siehst du, die Hindernisse sind schon da. Ja? Perseveranza. Ja, siehst du, du bist stark. Du bist wirklich, du hast hier eine Macht. Du gibst nicht auf. Du bist eine Person, die sagt, ich bleib dran. Bleib auch dran. Ja? Du siehst hier den Potenzial in dir selbst. Das ist klar. Also lieber Widder, mach weiter so. Weil diesen Potenzial, du siehst ihn in dir, ja, und du gibst ihn nicht auf. Das kann aber auch gut sein, du hilfst gerade jemandem. Weißt du, ich habe hier das Gefühl, Perseveranza, wie wenn ich sage, ich habe jetzt ein Problem mit meiner Tochter oder mit meiner Schwester und ich sehe, dass meine Schwester sich kaputt macht. Ja, was mache ich? Ich bleibe dran. Ich bin machtvoll. Ich habe diese Kraft, jemanden zu überreden. Ich habe die Kraft, jemandem zu helfen und du bleibst dran, weil es könnte auch gut sein, diese Person ist müde, die liegt richtig am Boden, ja? Sie sagt hier, ich kann nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo bin ich denn dran? Mein Ego ist total kaputt. Ich sag ja, das hat nichts mit dem Ego zu tun hier. Das Ego spielt hier gar keine Rolle, das ist hier auf diese seelische, ja, Ebene, nicht mehr auf das Ego. Man hat hier wirklich nicht gut agiert. Man hat ja schlechte Dinge gemacht. Man ist hier gemein gewesen. Weißt du, wenn man hier sagt, hey, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun sollte, weil mich diese Situation richtig tief verletzt hat. Okay? Manchmal hat man auch dieses Gefühl, die Menschen haben keinen Respekt. Das ist so heutzutage, lieber Witter, ich merke das immer wieder. Man hat nicht mehr diesen Respekt, was man früher hatte. Auch vor den Eltern, von den Geschwistern. Ja? Ich denke, man sollte ein bisschen Respekt haben. Wir selber, wir alle, wir Menschen, ja? Vor einer Mutter, vor einem Vater. Wenn ich jetzt denke, wie mein Sohn oder meine Tochter mit mir spricht und ich mit meiner Mutter, es gibt einen Riesenunterschied. Oder mit meinem Vater. Wie ich etwas zu meinem Vater gesagt habe. Erstens, das war Respekt. Und zweitens, ich wusste, er ist älter als mir. Und heutzutage reden unsere Kinder, wie wenn wir Geschwister wären. Ja, ich weiß, wir erlauben das. Das liegt auch an uns, weil wir auch sehr viel durchlassen. Sag ich mal so, ich gebe es auch zu, lieber Witter. Das ist klar, dass wir das auch zugeben sollten, weil viele Eltern beschweren sich, ja, meine Tochter oder mein Sohn ist unverschämt. Ja, das liegt auch daran, was du ihm beibringst. Ja, und ich sage das immer wieder, wir tendieren unsere Kinder auch zu verwöhnen. Ja, und das kommt davon. Und du kannst jetzt sagen, wo ist der Respekt für die Menschheit oder wo ist das Respekt für mich, wenn du jetzt eine Mama bist, ja, und du hast das erlebt von deiner Tochter und du lässt es nicht mehr mitmachen. Du könntest hier auch die Türe schließen. Du bleibst dran. Keiner bewegt dich von hier. Perseveranza ist eine Person, die dran bleibt. Die hier resistiert. Verstehst du das? Du bist stark. Lieber Widder, das ist auch deine Essenz. Ja, also mit dem Widder legt man sich nicht an. Diese Feuerelemente, ja, das ist so, das ist schon so. Und man merkt das schon, wenn man mit einem Widder zu kämpfen hat, wo man dann dran ist. Und du bleibst dran. Du bist eine Person, ja, die konstant dran ist, obwohl du hier auch quasi tief verletzt worden bist oder in einer Situation bist, die nicht schön ist. Okay? Oder eine Freundin hilfst oder jemanden aus der Familie. Aber du gibst hier nicht auf. Du sagst, da wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das ist sehr, sehr schön, lieber Witter. Kein Wunder, dass du hier Zeus hast. Oder Jove sozusagen, weil das ist dasselbe, ja. Die haben das transformiert, nur die Römer, ja, die Griechen. Wow, sehr, sehr schöne Legung, ja. Wirklich, lieber Witter, bleib dran. Perseveranza, bleib dran. Lass dich nicht runterkriegen, egal was es ist. Es sind Kleinigkeiten manchmal. Vielleicht passiert hier irgendetwas oder es ist schon passiert oder du möchtest jetzt aber trotzdem weitermachen, ja? Du sagst, ich bleibe hart, ja? Ich lasse mich jetzt nicht überreden. Oder wenn eine Person auf mich zukommt, das kann ja auch gut sein, du hast jetzt hier Probleme mit jemandem aus der Vergangenheit und diese Person kommt auf dich zu, aber du bleibst trotzdem hart, konstant. Du sagst ja, nee, ich habe meine Fehler eingesehen, ich habe deine Fehler eingesehen, aber trotzdem möchte ich jetzt für mich sein, ja? Also du hast hier wirklich eine sehr tolle Energie. Machen wir weiter. Ich picke jetzt hier eine Karte. Das sind auch Orakelkarten, nur die sind aus, jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, wie dieser Geschäft, das ist ein Online-Geschäft. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig sage. ECST. Ja, also
Das sind hier Orakelkarten, die einfach nochmal die Situation erklären, ja, um was es hier gehen kann oder tatsächlich auch eine Situation, die auch noch kommen wird, ja. Lieber Widder, für dich im Kollektiven, ja, vom 15. bis zum 31. Also die sind hier, sagen wir mal, lila-rosa gefärbt, ja. Was haben wir hier? Sunglasses, das ist cool. Du bist ja richtig cool, du bist ja richtig, ich sag doch, du bist hier richtig in diesen, hey, ich lasse mich nicht runterkriegen. Ich sehe die Welt mit meiner Brille, ich nehme sie nicht ab. Ja, du bist hier richtig, wie sagt man das, wie wenn du sagst, diese schlechten Dinge, die auf mich zukommen, nein, die irritieren mich nicht mehr. Weißt du, ich bin abgehärtet. Wow, das passt perfekt, ich muss gerade lachen. Ich finde diese Karte cool, ja, ich habe sie schon selber benutzt. Die sind wirklich, wirklich sehr, sehr schön, die geben energetisch sehr viel. Und du hast ja diese Sonnenbrille. Du weißt ja ganz genau, du bist hier bewusst, du bist hier stark. Du lässt dich nicht biegen, du lässt dich nicht verbiegen mehr, ja? Von niemandem. Keiner kann mehr an dich rankommen. Das passt ja perfekt. Danke, danke, liebe Geistführer. Also du bist hier cool, du bleibst hier auch cool, ja? Das ist egal, wer hier kommt und wer hier dir im Weg steht. Du schaffst das. Verstehst du? Das Perseveranza hast du hier und du kannst diese Macht wirklich umsetzen, lieber Widder. Wow, fantastisch. Nämlich, ich sage es immer wieder, die Stärke kommt von uns. Die Stärke holen wir heraus. Die kommt nicht von irgendwo, indem du sagst, ich brauche jemanden, damit ich diese Stärke nehme oder ich brauche ihn, ich brauche sie. Du bist hier alleine in deiner Macht, ja? Du schaffst das alleine, ohne niemanden, ja? Wow. Okay, machen wir weiter. Was sagen uns die Hexen? Du nimmst mir hier auf, okay. Wunderschöne Legung, ja? Guck mal. Drei, perfekt, drei. Meine Lieblingszahl. Meine Lieblingszahl ist auch die 3. 3, 6, 9. Ihr wisst von Tesla. Passione e divertimento. Also du bist hier richtig in deinem Godimento. Du gönnst hier dir das Leben. Du gönnst dir hier die Dinge, auch die Kleinigkeiten, die großen Dinge. Du bist richtig in deiner Leidenschaft. Ich sag doch, du lässt dich nicht mehr stoppen. Opportunidad. Also du könntest hier auch eine Angelegenheit bekommen. Entweder ist es hier die Liebe, das setzt du bitte um, oder das ist hier beruflich. Etwas, was dir gefällt. Etwas, was dir Spaß macht. Siehst du, wie alle Karten resonieren? Sensazione di benessere. Mir geht's gut. Mir geht's wohl. Auch wenn jetzt das passiert ist, mit Menschen zu tun gehabt habe. Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Aber ich bin wieder aufgestanden. Ich bin diese Person, ja. Ich bin hier, wie du heißt. Du sagst ganz laut deinen Namen. Das empfehle ich auch immer wieder, wenn man an sich arbeitet, vor dem Spiegel zu stehen und den Namen laut zu sagen und sagen, ich bin stark. Zum Beispiel Katja, ich bin stark, ja. Ich habe diese Macht in mir. Und genauso ist es bei dir. Du hast diese Macht in dir. Du hast eine wunderbare Macht, ja. Also, lieber Widder, wenn du jetzt eine Situation hast, in dem du sagst, Katja, ich habe aber gar keine Ahnung. Ich habe bis jetzt keine Angelegenheit oder mir ist es ein bisschen auch langweilig. Das kann gut sein, das wird noch kommen. Also du wirst hier etwas Schönes machen. Du wirst hier eine Angelegenheit. Weißt du, manchmal reicht es ja auch, wenn man jemanden kennenlernt. Ja, zum Reden, einen guten Freund, muss nicht immer ein Partner sein, auch ein Freund zum Reden, Spaß haben, alla Vindura, also an diese Abenteuer. Man lässt sich ja von diesen Abenteuer quasi leiten. Sehr, sehr schön, ja? Wow, Kompliment, lieber Widder. Ich sag das ja jedes Mal, wie ich das kann. Bei dem Widder merkt man einfach die Situation, wo ich davor die Karten gelegt habe und wie es immer vorwärts geht, ja, bei dir. Sehr, sehr schön. Das sind auch diese Feuerelemente. Dispetto. Kann es gut sein, dass du hier jemanden auch das Heimzahlen tust und du sagst, occhio per occhio, vende per vende. Und sagt man, Auge zu Auge, Zahn zu Zahn. Man ist hier irgendwie auch, weißt du, wie diese kleinen Kinder. Und man sagt, das geschieht dir recht. Ja, also das ist jetzt hier gar nicht negativ gemeint, lieber Widder. Das ist jetzt hier nicht negativ gemeint, wenn man jemanden etwas heimzahlt oder du sagst hier, okay, diese Person hat jetzt mich warten lassen. Also lasse ich jetzt ihn auch warten, zum Beispiel. Oder das könnte auch gut sein, du hast hier mit einer Tochter, mit einer Schwester zu tun, ja. Manchmal tut man sowas. Manchmal tut man sowas, dass man vielleicht auch jemanden etwas reinwischen möchte. Hier könnte es gut sein, dass hier jemand dir etwas reingewischt oder quasi es absichtlich gemacht hat, einer dir es reingewischt hat. Das ist wie so eine Art Scherz, aber nicht immer so ein guter Scherz. Ja? Manchmal kann man sich da auch wehtun. Manchmal kann man sich da auch verbrennen. Ja?
Natürlicherweise sagst du jetzt kein, also du solltest dich jetzt hier nicht erschrecken. Ich denke nicht, dass es hier mit Magie zu tun hat, ja? Auf gar keinen Fall. Also ich denke jetzt bei dieser Legung hat die Magie nichts dazu sagen, ja? Es gibt Menschen, die sowas machen, praktizieren, natürlicherweise. Ich denke aber eher, es geht hier um jemanden, der extra das tut, um dich zu verletzen oder das gemacht hat, um dich zu verletzen. Aber du sagst hier, wer hat sich verletzt? Okay, du hast mir wehgetan, aber ich bin wieder aufgestanden. Verstehst du das? Das Ego, ja, das Ego hat hier nicht das Recht. Das Ego hat hier nichts zu sagen, sondern es geht hier um deine Seele. Und das ist das Allerwichtigste, weil du stehst hier wieder auf, du weißt ganz genau, und das könnte auch gut sein, du bist jetzt an der Reihe, du bist hier dran, du sagst ja, ich tu es ihm oder ihr jetzt heimzahlen, ja? Auf irgendeine Art und Weise. Okay, es könnte auch gut sein, du lässt ja jemand zappeln oder du zeigst kalte Schultern, ja? Also du setzt das jetzt einfach um, aber ich sehe das nicht immer negativ. Also bei dieser Legung könnte auch gut sein, du nimmst dir deine Revanche, ja? Also wie wenn du sagst, du hast es mir angetan, also ich tue jetzt das Beste aus meiner Sicht, ja? Aber ich denke nicht, weißt du, lieber wieder, natürlicherweise hat es auch mit dem Ego zu tun. Ja, ein bisschen. Aber bei dir sehe ich das eher als gesundes Ego. Weißt du, du kannst ja nicht immer kassieren. Verstehst du das? Das ist wie wenn du jetzt sagst, ein kleines Kind, das habe ich auch meinen Kindern erklärt, schon öfters, ich bin gegen diese Gewalt. Schlagen. Schlagen hat keine, ist keine Lösung. Aber wenn du die ganze Zeit von jemandem die ganze Zeit geschlagen wirst, ja, und die ganze Zeit kassierst du, irgendwann mal drehst du dich um. Ja, Jesus sagt dir ja auch an einer Stelle, Porgi la guancia, also du solltest quasi dein Gesicht geben und du bekommst eine mit. Ja? Aber ich denke, Jesus erklärt auch, dass wenn man kämpfen sollte, sollte man auch dazu stehen. Ja? Und man sollte auch bereit sein. Also du kannst nicht immer kassieren, lieber Widder. Irgendwann mal kommt auch diese Stelle, in dem du sagst, nee, danke, jetzt kassiere ich nicht mehr. Jetzt bekommst du auch mal das, was dir geschieht. Also das, was dir jetzt quasi gerecht ist. Ja? Das ist wie die Gerechtigkeit. Okay, sehr, sehr schön. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo ich die Karten hinstellen soll. Das macht jetzt nichts. Ich stelle sie jetzt so, weil ich habe wirklich keinen Platz mehr. Das siehst du auch hier, ja? Okay, ich trinke ganz kurz meinen Kaffee. Okay, machen wir weiter. Mit dieser schönen französischen Orakelkarte. Die Spiegelkarten, ja? Die sind sehr, sehr schön. Die sind bei mir etwas in Vergessen geraten, ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, dann habe ich sie wieder entdeckt, weil ich mache das öfters, ja, dass ich dann quasi alle Decks raushole. Ja, siehst du? Wow, was habe ich gerade gesagt? La Legge, guck mal, die Gerechtigkeit. Das könnte auch gut sagen, gut sein, Entschuldigung, vor lauter Freude, dass du jetzt hier eine Rechtslage auch hast. Oder das ist wie wenn jemand hier heimbezahlt, das, was er getan hat. La Legge, sag ich doch, das ist alles. Weißt du, ich freue mich, wie die Karten resonieren. Gerade eben haben wir von dem gesprochen, die Gerechtigkeit, ja, und hier kommt sie auch raus. Wow, fantastico. Contrat, il contratto, das ist ja wie im Italienisch, deswegen benutze ich auch diese Karte. Also, du wirst hier irgendwie einen Vertrag abschließen oder das, man kommt hier zu einem Kompromiss. Stell dir mal vor, lieber Widder, du hast Probleme. Diese Person hat dir Probleme verursacht oder dein Sohn, deine Tochter hat irgendetwas gemacht. Also hier kommt man zu einem Kompromiss. Man schließt hier auch etwas ab, einen Vertrag. Natürlicherweise kann man das nicht ohne das Gesetz. Ja, also das könnte gut sein, dass hier das Gesetz eine große Rolle spielt, okay? Ich würde mal so sagen, diese Situation könnte hier auch, also diese Situation muss nicht unbedingt mit dieser Situation spiegeln. Das sage ich jedes Mal, weil das hier eine ganz andere, sagen wir, eine ganz andere Energie ist, ja? Also ich habe hier das Gefühl, wow, dass jetzt du wieder anfangen kannst. Das ist wie wenn du eine neue Angelegenheit bekommen hast, wie eine zweite Chance. Das könnte gut sein, das hat ja mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter zu tun, ja, dass er hier in Schwierigkeiten ist oder in Schwierigkeiten kommen wird. Oder du sagst, Katja, wir haben bald diese Rechtslage, weißt du, indem man sich trifft, das ist ja klar, man redet, man spricht, das Ganze wird dann geäußert, dann wird der Richter auch entscheiden, ja.
Ich könnte mir hier vorstellen, dass es hier mit jemandem Jüngeres zu tun haben könnte. Wie gesagt, das könnte für dich eine Tochter und Sohn. Wer weiß, vielleicht bist du hier auch die Tante. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, ja. Aber das ist wie wenn diese Situation ihm guten geht. Es hat hier eine gute, das nimmt eine gute Biegung. Verstehst du das? Das ist wie wenn aus dieser Situation diese Wiedergeburt kommt, ja. Diese Situation gibt dir nochmal diese zweite Chance. Du kannst wieder leben. Ja, du sagst, durch diese Situation erlebe ich wieder. Ich kann jetzt wieder mein Leben richtig leben. Verstehst du? Es kann auch gut sein, dass du Probleme gehabt hast wegen dieser Person. Du hast hier vielleicht, es könnte ja auch gut sein, wer bekommt die Kinder? Ja, dass du jetzt sagst, das Kind, wie sagt man das? Das Recht für die Kinder. Ja, also dass du jetzt sagst, ich bekomme die Kinder. Das Sorgerecht, genau, das Sorgerecht ist mir nicht eingefallen. Entschuldigung, lieber Widder, weißt du, Italienisch, dann auch noch Französisch ein bisschen, ja? Aber weißt du, ich liebe Sprachen. Ich liebe Sprachen. Andere Sprachen, nicht nur Italienisch, ja. Ich mag das einfach, diese Sprachen kennenzulernen. Und deswegen habe ich ja das Gefühl, du als Mutter, weißt du, wenn du jetzt eine Mama bist und du sagst, boah, meine Kinder werden mir gerissen. Das ist das Allerschlimmste, was es gibt auf dieser Erde. Du sagst nicht, das ist dein Besitz, sondern du hast das Leben geschenkt, diese Kinder. Und du hast das Recht, als Mutter da zu sein, als Mutter diese Kinder zu sehen. Also es könnte ja auch ein Sorgerecht sein, ja, um was es hier geht. Okay, machen wir weiter. Aber du kannst auch sagen, lieber Widder, das ist klar, das passt jetzt nicht zu mir. Das könnte ja auch gut sein und diese Stelle passt voll. Okay? Also das kommt immer drauf an, was du gerade erlebst. Gut. Mit den Tarotkarten. Also ich habe das Gefühl bei dir sehr, sehr stark, dass du hier auch eine Rechtslage gewinnen könntest. Eine sehr starke. Also, dass du hier sagst, du kommst als Gewinner raus, ja. Du hast hier alle Dinge, die für dich sprechen, ja, weil Umulation könnte ja auch gut sein, diese Person hat wirklich von dir sehr viel mitgenommen. Du sagst, dass es gibt keine Grenzen mehr, was diese Person alles gemacht hat. Aber ich kämpfe. Ich kämpfe, weil es geht hier nicht nur um mich. Vielleicht geht es ja auch um deine Kinder, um das Sorgerecht, ja. Es geht ja um wichtige Aspekte. Manchmal ist es auch so, Menschen bekommen diese Gewalt. Weißt du, viele Menschen bekommen Gewalt. Und du sagst, dieser Mensch hat von mir ein Stück Leben mitgenommen, ja. Das ist, ich sage immer, das ist eine ganz andere Baustelle von der Seele her. Die Seele lernt, ja. Aber wir sind letztendlich da, ja, mit dem Ego und Persönlichkeit. Und Persönlichkeit, das tut wahnsinnig weh. Ich sag doch, deswegen hast du hier Jove. Und Jove ist auf deiner Seite. Also Jupiter ist auf deiner Seite. Das ist wirklich ein Planet, der sehr machtvoll ist. Glück, Prosperità, Abbondanza, ja. Also auch Fülle bringt das, ja. Und du verdienst es hier, lieber Widder. Deswegen sage ich das ja nochmal, ja. Ich erwähne es ganz stark. 10 der Kelche. Warte mal, ich muss sie umdrehen. Ja. Jetzt. Ritter der Schwerte. Ja, du bist ja voll in deinem Element. Du lässt dich hier nicht mehr stoppen. Du hast alles in der Hand. Du hast hier eine aktive Energie. Hier könnte auch eine Kommunikation stattfinden, wie ich ja gesagt habe. Man redet ja miteinander, man kommt zu einem Entschluss, ja, wenn man hier vor Gericht ist, jeder sagt aus, ja. Das könnte auch gut sein, du hast ja mit diesem Magier zu tun, das könnte hier ein Mann sein, du setzt das bitte um. Aber ich denke, wow, ja, das freut mich, du hast hier zwei großen Arkanen und noch dazu Rat des Schicksals. Ich sag doch, hier kommt die Wendung. Das ist wie wenn der Rat des Schicksals auf deiner Seite ist, La Fortuna. Und das Ganze wendet sich. Jetzt bekommst du hier, also wenn ich das richtig hier interpretiere, ja, wenn wir hier das zusammennehmen, das ist wie wenn du hier das Sorgerecht bekommst, wie wenn du hier glücklich sein kannst mit deiner Familie. Das ist wie wenn jemand hier dir etwas weggenommen hat und du hast wieder dieses Zufriedenheit. Du bist hier in deinem Element, du kannst hier wieder glücklich sein und keiner wird dich stoppen, keiner wird dich überreden. Du bist voll in deinem Element. Du manifestierst jetzt hier das Glück für dich, ja? Du hast hier eine aktive männliche Energie. Ich sag doch, diesen Ego, einen gesunden Ego braucht man immer, ja? Also man darf nicht den Ego jetzt ganz
wegnehmen oder sagen, nee, das Ego gehört nicht zu uns, wie das New Age immer macht. Nee, nein, das Ego brauchen wir auch auf diese, in dieser Materie, ja, aber nur im Gleichgewicht, ja. Und ich sag ja, diese männliche Energie, du weißt, was du willst, du bist in deiner Macht, du siehst es auch wieder hier, Macht, Handeln, du handelst, du bleibst hier nicht mehr sitzen, du sagst dir nicht mehr, ich guck zu, wie mein Leben kaputt geht, ich bin jetzt nicht mehr der Zuschauer. Ich bin jetzt hier der Schauspieler. Ich bin jetzt derjenige, sagen wir mal, il Regista, der den Buch dreht, der den Film dreht. Verstehst du das? Es wird nach meiner Hand gedreht. Es wird je nachdem, was ich möchte. Okay? Und hier hast du ja nochmal die Bestätigung. Es wendet sich, es wird hier etwas kommen. Ja? Weil das war so eine Situation, in der du sagst, ich habe mich die ganze Zeit gedreht. Das ist so eine Sache, ich bin irgendwie nie rausgekommen. Weißt du, diese La Ruota, dieses Rad, weil Rad des Schicksals ist für mich auch diese Situation, in dem du sagst, Katja, ich drehe mich, ja, und immer wieder, ja, begegne ich diese Situation. Du schließt hier etwas ab, weil du hast ja auch die Eins, ja. Das ist ja klar, die Quersumme von 10 ist dann die Eins und du hast den Neubeginn. Du darfst, ich sag doch, du bist hier bereit. Fülle zu schenken. Du bist hier bereit, wie sagt man das Wort? Mir fällt es jetzt nicht ein. Mir fällt es nicht ein, lieber wieder. Ich krieg das Wort nicht raus, aber das hat damit zu tun, wie wenn du sagst, ich setze jetzt Samen, neue Samen. Ja? Il terreno è fertile. Mir fällt es wirklich nicht ein, ja? Was ich jetzt gerade sagen möchte. Aber du hast jetzt alle Karten. Ja, du hast jetzt alles, was du brauchst in der Hand. Dir fehlt es an nichts. Der Magier hat alles, was er braucht. Ja, also Hut ab. Du hast jetzt hier diese Gabe, ich sag mal, diese Fähigkeiten, etwas zu tun, diesen Neustart zu haben. Ja, du hast hier eine Situation, in dem du dich auch erneuerst, aber auch mit Familie. Das Familienglück, ja, dass du jetzt sagst, vielleicht hat es nicht mit mir quasi zu tun, ja. Direkt, sondern mit jemandem aus deiner Familie, ja? Dass du jetzt hier sagst, Tochter, Sohn oder du hilfst jemandem, du sei un appoggio, du bist eine Lehne für diese Person, ja? Manchmal sind wir wirklich auch Menschen, die anderen Menschen quasi helfen. Weißt du, wenn gewisse Menschen nicht da wären, ja, könnte man das gar nicht tun. Du gibst hier die Stärke, sagen wir mal so, okay? Also, Fertilità fällt mir jetzt nicht ein, aber das ist wie wenn du sagst, ich bin bereit oder ich habe hier. Ich kann hier ein Kind erzeugen. Nur mir fällt es jetzt nicht ein. Weißt du, das ist jetzt bei dir wirklich in Resonanz. Alles verläuft ja in dieser Bahn, indem du etwas konstruierst. Ja, also wie gesagt, falls du meine Muttersprache verstehst, dann weißt du genau, was ich meine. Ja, weil ich versuche, das Wort zu finden, aber das ist so, wenn man das sucht im Kopf, findet man das nicht. Wer weiß, vielleicht fällt es mir später ein. Ja, okay. Gut, machen wir weiter. Und zwar jetzt einmal noch quasi mit dieser, ich lese jetzt gerade, das sind die Engel-Therapie-Orakelkarten, ja, wo sie dich unterstützen, die Engel, ja. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie das Wort jetzt übersetzt wird. Hast du dein Engel um Hilfe gebeten? Wow, hast du dein Engel, also hast du hier Engel um Hilfe gebeten? Deine Engel wollen dir in dieser Situation helfen. Ich sag doch, du wirst hier geholfen. Sie brauchen jedoch deine Erlaubnis, bevor sie bei deinen freiwillige getroffene Entscheidungen intervenieren können. Ja, das stimmt. Also die Engel sollte man auch bitten. Das ist ja so, man sollte hier auch sich öffnen. Man sollte hier auch das erlauben, weil manchmal erlauben wir das nicht. Wir schließen diese Türe. Viele Menschen verlieren auch den Glauben. Ja, was du jetzt auch immer bist, das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Ja, du setzt das einfach um. Also falls du jetzt hier Hilfe brauchst, ja, und du sagst, ich brauche noch diese Unterstützung oder du hast hier gebeten. Du würdest hier erhört. Man merkt es hier, ja? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Wirklich, lieber wieder, mir fällt es nicht ein. Ah, du bist fertile. Wie wenn du sagst, wo du die Blumen ansetzt, ja? Der ist gut. Der ist bereit um neue Blumen. Mir fällt es nicht ein. Mir fällt es nicht ein, weißt du? Ich werde das jetzt ganz kurz übersetzen. Ein Augenblick, sonst lasse ich mich nicht in Ruhe. Ich weiß es. So, lieber Wetter, ich hab's fruchtbar.
Ja, du hast hier eine Situation, in dem hier etwas fruchtbar ist. Verstehst du das? Das hat jetzt nichts hier nur mit Schwangerschaft zu tun, sondern diese Karte sagt, du bist hier bereit für diese Fülle. Du kannst hier ansetzen, du kannst neue Samen ansetzen, damit du auch dann quasi das ernten kannst. Ja, il terreno è fertile. Und du kannst es nur tun, wenn dieser, wo du diese Blumen ansetzen tust, egal was. Ja, auch wenn du jetzt sagst, ich bin bereit, hier etwas zu tun. Ich bin bereit, hier etwas zu kreieren. Du hast alles in der Hand. Ja. Es ist fruchtbar. Verstehst du das? Es wird etwas geboren aus dieser Angelegenheit. Wunderschön. Ich sag doch, sonst hätte das mich nicht in Ruhe gelassen. Ich sollte das tun. So, was ich jetzt mache, ist von diesen wunderbaren Orakelkarten auch Sternzeichen. Ich werde aber nur eine ziehen. Ja, hier könnte ein Sternzeichen rauskommen oder einfach eine Beschreibung. Ja, die sind sehr, sehr schön. Aber ich werde dann auch noch die Sternzeichen ziehen. Ja, das darf nicht fehlen. Das ist für mich ein Ritual geworden. Nein. Die kämpferische. Das passt perfekt. Danke, liebe Geisthörer. Wow. Grazie, grazie. Also, du bist hier an. Also, du hast einen Kampfgeist. Widder zu Widder. Das bist du. Du bist hundertprozentig. Ja, du bist hundertprozentig bei der Legung dabei. Wow. Sehr, sehr schön. Sehr stark, die Kämpferin. Also, was ich jetzt nicht so mag an dieser Karte, ich gebe es ganz ehrlich zu, das ist diese kämpferische, wie wenn man hier nur zu einer Frau sprechen würde. Weißt du, ja, also ich würde vielleicht hier draufschreiben, die Stärke oder die Macht, ja, weil du das in dir hast. Aber wie gesagt, du kämpfst hier. Du bist hier die Person, ja, ob du jetzt Mann oder Frau bist. Bitte lass dich jetzt nicht irritieren, ja. Sehr, sehr schön. Wer weiß, vielleicht hast du hier auch mit nochmal einen Widder zu tun. Oder du sagst ja, meine Tochter hat auch den gleichen Sternzeichen wie ich. Okay, das könnte hier dein Aszendent, Mond- oder Venus-Sternzeichen sein. Oder das sind Personen, mit denen du zu tun hast, ja? Mercurio, also du hast hier Jungfrau, sehr Diplomat, Zwillinge. Marte, schon wieder, Kampfgeist, Marte. Mars kämpft. Mars weiß ganz genau, was er will, ja, und da hast du ihn wieder, also schon wieder, Widder, das Jupiter, also quasi Jove ist ja auch Schütze, du hast hier Schütze, okay, es fehlt noch eine, Stier, du hast hier auch noch Stier, okay, lieber Widder, du hast hier eine fantastische Legung, wow, die ist wirklich wunderbar, ja, also alle Karten haben resoniert, was es auch immer ist bei dir, welche Angelegenheit, du wirst das packen. Lieber Widder, du hast es in dir, du hast diesen Kampfgeist. Ja? Du bist hier stark, du bist hier voll in deiner Essenz und du bist hier bereit zu manifestieren. Weißt du manifestierst hier das, was du willst, dein Glück, deine Familie. Du könntest hier auch sagen, Katja, ich möchte endlich eine Familie aufbauen. Ich konnte das aber nicht, weil ich jetzt diese Scheidung oder irgendwie etwas einreichen sollte oder der andere. Weißt du, es geht hier auch um andere Menschen. Manchmal ist es so, da hapert's, weil der Mann sich noch nicht scheiden lassen hat. Ja, solche Situationen gibt es. Okay, lieber Wetter, das war hier deine Legung. Ich freue mich über einen Feedback. Ja, und ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, ja, das lege ich euch ans Herzen. Ihr resoniert dann, wenn ihr Teil dieser Energie seid, ja, weil wir sind alle miteinander verbunden. Dann kann ich auch deine Energie besser lesen, ja. Okay, lieber Wetter, pass auf dich auf. Mach's gut. Ciao.